Habe ich gar nicht gesehen, da oben. Das ist einfach so geil. Auch den gelben Nektar ganz für mich allein. Alter. Hier kommen wir nicht rein. Nee. Ist ja auch Kennys Haus. Alter, das ist so daneben. Wo ist denn der Weg? Hier, der. Nicht lang. Na gut, aber wir haben dafür was anderes sehr Geiles entdeckt. Mit gleich eine Schnellreise, die uns. Die uns was? Ah, nicht so richtig. Aber machen es trotzdem. Alter, wie geil. Sitzt der nackt und oben, ey. Alter. Von Nutzen sein? Ja. Moment, Moment. Und zwar, hier, wird man gerne. Juhu! Wir sehen uns. Alter. So, jetzt nach rechts, nach unten, nach links. Ist dort. Hier kommen wir noch nicht rein. Okay, also. Ich weiß noch nicht, was es mit der Lava auf sich hat. Was? Also ne, ist ja zu weit. Ich muss irgendwo schon runtergehen. Wahrscheinlich hier. Oder? Nein. Ah, hier. Aha. Schon wieder? Aber da ist ein Schnellreisepunkt, den würde ich auf jeden Fall. Komm her, ich zeig dir, wie man Wheelies Ja. macht. So, ich glaube, wir müssten alle erwischt haben. Alle drei, die da waren, auf jeden Fall. Sehr geil. So. Und ich? Zeig ihnen, was du drauf hast. So, wir fangen natürlich hiermit an. Ja. 200. Mensch. Oh, das ist einer mit Heilung. Den würde ich auf jeden Fall gerne Schaden machen erstmal. Den weghauen, vor allem. Ja, vor allem für den Fall, dass er seine Freunde heilt. Ich grab mich mal kurz. So. Kuhn. Wen kannst du angreifen? Du kannst hier ihn angreifen. Dann machen wir das mal. Das könnte brennen. Ja. Jau, rutsch nicht auf deinen Eingeweiden aus. Wäre schade, wenn du hinfällst und der Wind tust. Ich geht. Seid so Räume. Ich mach ihn fertig, Pussy. Mikroaggression. Schlag ihn. Und bam. Ohne zu zocken. Respekt. Ja, der Kuhn, der macht das. Was? Sechsklässler können nicht sterben. Wir sind unsterblich. Nee, ich glaube nicht. So. Das mit Rückstoß. Ich weiß nicht, ob das der Kollege auch Schaden nimmt oder ob der eins vorher stehen bleibt. Damit hättest du rechnen können. Bitte hau das nächste Mal einfach ab. So, jetzt sind zweimal die Gegner dran. Oh mein Gott. Wen soll ich quälen? Ich quäle dich. Was? Chili-Kotze? Also Super Quake. Er haut ihn weg. Plus Rückstoßschaden, oder? Ja. Jawohl. Sau das nicht, Blödsack. So. Mal schauen. Auf den Slot darf ich nicht. Ja, dann greifen wir ihn an, wie gesagt, wegen seinem Gesundheitsding da. Nein, noch nicht. Oh, Wunder ausschaut alles raus. Das ist für Scrambles, ihr Bastarde. Und hau weg den Bastard. Ja. Ach, nimm das, Bitch.
Ah, der cool Kotz. So. Geht. So. So, eigentlich? Ne, es gibt bloß eine Reihe. Ach, kacke. Na gut, dann machen wir ja mit Rückstoß, oder? Geht das? Ja. Juhu. Das hast du verdient. Ha, ein weiterer Sieg im Namen der Gerechtigkeit und des Diabetes. Ja, genau. Aber wir kriegen bestimmt wieder irgendwelche geplatzten Pissbeutel. Nee, Päckchen voller Spuckbälle. Okay. Ist jetzt nicht besser? Oh. Danke, dass du die sechste fertig gemacht hast. Ich will nicht entdecken, aber die Worte vernichten und Pussy lösen bei mir stark in den Interesse. Verdammt, Jim, hör auf. Ach, no, was? Starke nicht Reaktion aus. Du hast in der Vergangenheit ständig verdeutlicht, dass dein PC nur ein Vorwand ist, um Pussy zu vernichten. Gott verdammt, Jim, hör auf mir rumzuhacken. Was Papas was Hashtag Papas Luxuskörper. Hashtag wo ist Bioessen? What the fuck? Hashtag like for like, ja, yeah, okay. Ja. Yeah. So, können wir den mal freischalten hier. Big GS Haus. Linker Läufer, 1 von 4. Cool. Dankeschön. Tätiger Wattetupfer, okay. Also, wir müssen echt alles einsammeln, wir brauchen wirklich. Hä? Wird näher. Na gut. Hier ist das Big das Haus. Aber wer wohnt denn dann hier? Hallo? Ach so, die anderen Schwarzen, die wir schon verhaftet haben. Okay. Lalalala, wir waren nie hier. Tschüss. Hey, willst du Nacktfotos von deiner Mom sehen? Warum denn die schon wieder her? Geh mal Windeln wechseln. Ja, Entschuldigung. Big L, warum steht der da draußen? Und warum hat er Buttplug Office-Sichel bestellt? Hey, kleiner Superheld, ich weiß, du rettest da draußen Kätzchen. Wenn du auf eins von meinen stößt, die tragen rosa Halstücher, kannst du es mir bringen? Ich kann sie nirgends finden. Oh nein! Diese riesen Sechstklässler jagen meine Miezis. Wenn du eins meiner pelzigen Babys siehst, sag mir Bescheid, Schnucki, ja? Ja, klar. Bitte und bringe alle vom Big Katzen zurück. Was ist Mr. Slave? Was macht der? Hi, Mr. Slave. Haben wir schon ein Foto? Ja, wir hatten schon eins. Mr. Slave? Ach du großes Arschloch, wo sind die Muschis nur hin? Ah, Schweinerei. Himmel, der furzende Selbstjustizler. Jawohl. Das Bild ist sehr verstörend. So wie das ganze Haus. Also schnell raus. Aber eigentlich hatte Big GL ursprünglich in der Serie eine Villa, ne? Und auch im alten, in den alten Spielen. Was? Der flauschige kleine Bonus ist ein echter Stadtjäger, er streift über den Spielplatz und bringt mir ekelhafte tote Sachen. Ihhh. Aha. Wir wollten ja sowieso auf den Spielplatz. Guten Tag. Noch eins, okay. Nee, noch eins nicht. Hey, das hat weh getan. Hey, das hat weh getan. Hallo. Oh Gott. Ach, guck mal. Ja, hallo. Untersuche, analysieren, Übereinstimmung. Oh, wo? Hä? Da oben. Ah, ich sehe. Ah, Platz der Kleiner. So. Hier, Furzkor. Ich rufe dich, Humankind. Dann mal los. Wow, wow. Ja. Okay, geschafft. Achso. Ah. Majestätischer Anzug, Kostüm, majestätisches Horn. Geil.
Ich will nicht sagen, aber. So. Kostüme. Ah, schade, ich hätte gern mit Hut. Den Hut so, den finde ich ja eigentlich ganz schick. Joghurt. Oh Gott, Katzen. So, okay. Ah, der behalte ich über den Hut. Was haben wir denn? Also, wir müssen alles angucken. Nee. Okay, bei der Kleidung, was haben wir hier schönes Neues? Das ist eigentlich ganz schick, ne? Passt so ein bisschen zum Hut. Nee, das ist auf keinen Fall. Entschuldigung, aber nein. Wenn wir das mal anziehen, Elektropunk-Anzug. Überschallhandschuh? Psyops-Handschuh? Nö. Wir passen trotzdem die weißen Handschuhe. Oder? Hipster-Brille? Wir lassen mal unsere Hipster. Haare. Das ist Make-up. Lassen wir mal so, auf jeden Fall. So. Kommen wir da runter? Wir sind recht weit oben. Ja. Nur widerlich. Startbereit. Wow. Ja. Dankeschön. Sehr geil, damit das da oben auch. So. Wo sind denn die? Hey. Du siehst weder wie ein Junge aus, noch wie ein Mädchen. Du bist. Hey! Ich bin nicht wütend auf meine Eltern, nur enttäuscht. Oh, das tut mir leid. Ich glaube, meine Eltern sind kaputt. Darf ich bei dir wohnen? Nein. Dieser Selbstjustizler sollte das Furzen der Polizei überlassen. Ach, Quatsch. Die Erwachsenen hier haben elterliche Aufsicht nötiger als wir Kinder. Meinst du? Oh Mann, ich habe dich in den Nachrichten gesehen. Jawohl. Ach, früher wurde man nicht berühmt, nur weil man furzen konnte. Meinst du echt? Ich glaube nicht. Hab nur ich das Gefühl? Oder sind die Erwachsenen hier vollkommen verrückt? Ja, hast du schon mal Human Kites Vater gesehen? Die Erwachsenen hier haben elterliche Aufsicht nötiger okay. als wir Kinder. Einer der Freedom Pairs will sich echt mit uns treffen? In der SMS stand es, wer wissen. Aber warum sollten die Freedom Pairs mit uns reden wollen? Vielleicht ist das ja auch eine Falle. Ganz ruhig, Kuhn, Freunde. Ich bin nicht zum Kämpfen hier. Tool Shed. Hallo, Tool Shed. Lange nicht gesehen. Tool Shed ist ein visionärer Gadgetmeister. Und ein verfickter Verräter. Hört mal her. Polarge hat gestern Abend geholfen, meinem Dad den Schlüssel wegzunehmen. Polarge, ich weiß nicht, warum du meinen Dad gerettet hast, aber ich schuld dir was. Das wollte ich dir nur sagen. Du gehörst zwar zum falschen Franchise, aber wenn ich dir Hilfe brauche, dann montiere ich mich. Oh, okay. Du denkst, Wunderarsch interessiert sich für dich? Du bist bei einem Loser-Pleite-Geier-Franchise mit einem Wichser im Rollstuhl als Chef. Wenigstens ist da kein fetter Handy-Dieb. Nicht der schon wieder. Eigentlich, dass ihr nur Spuren findet, wenn ihr sie klaut? Wo ist Dr. Timmys Telefon? Sorry, Freedom. Putti ist aber die Infos geheim. Hört auf, gegen die Handelskammer zu ermitteln. Überlasst es den professionellen Superhelden. Ja klar, ihr seid die professionellen Superhelden. Nur leider haben wir schon einen guten Draht zu Netflix, Mysterion. Nein, habt ihr nicht. Doch, haben wir. Wir sind gerade im Begriff, die Jugendkeit-Netflix-Serie zu starten, also... Timmy, nein, lass das. Nicht. Hör auf damit. Oh, geil. Er will mir den Namen aus dem Hirn ficken. Sie haben keinen Draht zu Netflix. Die Freedom Pals haben mein Hirn vergewaltigt. Auf durch diese Pädophilen. Oh nein! Freedom Pals antreten! Civil War 2 hat gewonnen! Besiege die Freedom Pals! Nein, ich will nicht gegen die Freedom Pals kämpfen! Ich will für sie kämpfen! Ihr habt keine Chance! Gebt auf, bevor es peinlich wird! Oh, Mysterion, scheiße!
Okay, sehr, sehr großes Kampffeld hier. Gigantisch groß, ja. Ich glaube, Kenny ist einer der stärksten. Ihn sollten wir echt mit als erstes angreifen, obwohl ich das gar nicht will. Wir alle lieben doch Mysterion. Cartman ist kein Teamspieler. Hättest du gerne ein Schraubenzieher, Sandwich Kuhn? Nein. So, haben wir eine Attacke, die weit geht. Und los, ja. Bitte, so als hätte das richtig wehgetan. Ja, ja, mach doch. Timmy, Timmy. Hä, was? Hä? Yay, wir dürfen spielen. Gegen Dr. Timothy zu kämpfen ist ein gewaltiger Fehler. Mikroaggression, schlag ihn. Dr. Timothy, was? Beeindruckend wie immer, Mysterion. Timmy! Beeindruckend wie immer. So geil. Okay. Und was machen die Kindergartenkinder? So sieht's aus, Pyjama Pals. Jawohl. Im Namen der Gerechtigkeit. Recht bewahren, unschuldige Schützen. Überaus beeindruckend, Tupperdose. Okay. Wir werden zum Bluten bringen und gleichzeitig fast weghauen. Ja, verblutet, welch ein Abgang. Auf sie, Wunderarsch. So, das war der erste von euch. Der Rest folgt zugleich. Tut mir leid, Two-Shirt. Diabetes-Time! Ich weiß nicht, was es mit den Kindergartenkindern auf sich hat, ehrlich gesagt. Zuckerpower! Die bessere Freunde suchen mich zum Beispiel. Was? Aua! Ich schieb dir recht, weil du so ein blödes Furzgesicht bist. Schlagen wir die Pupsköpfe. Was? Peng, peng, peng. Wow, die sind auch noch stark. Timmy! Und wenn ich sicher, ob wir sie angreifen sollten, oder... Ach, verdammt. Ich lass es jetzt krachen. Meinst du? Ich würde sagen, du blutest jetzt mal eine Runde, mein Freund. Ach, verdammt. Erzähl einfach, du hast dich beim Manscaping geschnitten. Shit. Stehen die zwar in Reihe, aber Cartman steht im Weg. Fuck. Ah, scheiße. Egal. Und ab geht's. Ja. Yeah. Wow, ich bin fast beeindruckt. Bleib doch hier, du Feigling. Kettendiabetes fürchtet nichts. Hau weg, das Balk. Diabetes fordert wieder ein Opfer. Schaut alle her. Ich mag gleich was. Schaut alle her. Wow, lass das! Ist okay, wenn du weinen musst. Nee. Ich kann nichts machen, das ist ein doofes Spiel. Ich bin dran. Okay. Dann gehen wir hier und hauen wir den Steen noch weg. Mega
Sprengungsmanöver eingeleitet. Wow. Du steckst voller Überraschung, Tupperdose. Vielleicht auch voller Essensreste. Wahrscheinlich. So, wir können... wir können ihn angreifen hier. Und wir können Special machen. Wir können aber auch einfach ihn kratzen. Ja, das machen wir erstmal. Nein, blutet er ja auch schon. Los geht's, Furzlaut! Tag! Dann Überraschung! Sehr gut, Wunderarsch! 1, 2, wir beten! Und tschüss, du Gottzwerg! Du solltest jetzt anfangen zu diabeten! Oh Gott, ehrlich! Zu diabeten? Was? Hier kommt die Kavallerie! Oh, bin ich dran? Ja, du bist dran. So, der kommt nicht weit. Führe Gefechtsprotokolle aus. Achtung, dramatischer Kuhhilf. Und hau weg den Rotz. Von der Gerechtigkeit durchgenudelt. Durchgenudelt, ey. What? Schlag sie für den Kuhfurzkiste. Und tschüss. Oh yeah! Ziemlich cooler Move! Du hast gewonnen. Empathieverstärker. Brainiac Kostümset. Okay, cool. Wir haben fast den nächsten Rang erreicht. Jetzt haben wir euch zweimal in den Arsch getreten. Ihr seid nichts ohne Wunderarsch und das wisst ihr auch. Wunderarsch, mein Angebot steht. Ich schuld dir noch was. Und wenn du meinem echten Franchise beitreten willst, ruf mich an. Ja klar, ihr Luschen seid DC, wir sind Marvel. Kriegt doch nur Zack Snyder als Regisseur. What? Hey, das war echt gute PC-Polizeiarbeit. So nützt man Mikroaggressionen für sich. Komm wieder in den Proof-Up. Wir reden dann über deine ethnischen Hintergründe. Was? Was für ethnische Hintergründe? Das ist ja nur eine Hauptmission, oder? Ja, echt jetzt. Nach links, nach oben und dann immer geradeaus. Mal können wir eine Schnellreise nehmen. Wo ist denn hier eine? Hinter uns, klar. Mal freigeschalten, Mensch. Geh zu Crunchy's Micro Bros. Ja, machen wir. Und erst spielen wir hier wieder Müll. Kaffeesatz. Lecker. Hier, Meets, Meets, komm, Meetsy. Hinter DVD. Hier, Meets, Meets, hier, Viertklässler. So. Hatten wir doch irgendwie auch eine Herausforderung, oder? Ich bin mir da nicht sicher, ob die ganze Zeit immer wieder kommen. Bin ich mir jetzt eigentlich nicht sicher. Ja, yeah, ich geb dir gleich Laser, mein Freund. Was hier? Da hat man nämlich noch einen schönen Rückstoß. Oder? Nee. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Gehen wir zu weit am Arsch vorbei. Scheiße, Super Craig. Hab mal Respekt vor deinen Kollegen. Echt mal. Einmal. Ha, au. Lass unseren Freund in Ruhe, du Fiesling. Das habe ich kaum gesehen. Oh, heult der kleine Viertklässler jetzt? Oh. Schlag ihn. Dann hau ihm einer rein. Wie geht er auf den Arm, gerade nur mit Puppeln zu beschmeißen? Nächste umgefallen? So ein geiler
fängst du jetzt an zu heulen, Zwerg? Nee, nee, pass mal auf. Mach Platz für Diabetes. Zuckerpower! Den Captain Diabetes ist cool. Wer ist das nächste Ziel meiner grenzenlosen Wut? Nicht gucken, ihr Schwachteln! Ich bin wieder da! Was? Katja! Ach nein, Alter! Wo ist meine antiseptische Nasencreme? Ach komm schon! Parallel Human Kite! Okay, man sieht sich! Bin ich schon am Zug? Okay. Warte, geht's noch los? Das wird nicht egaler sein. Jawohl. Tolle Kopfarbeit. Nächstes Mal bitte ein bisschen mehr Herzblut. War doch gut. Und haut drauf. Züge für die Gerechtigkeit. Sehr gut. Endlich. Und hau weg. So, damit hat sich das auf jeden Fall erledigt. Endlich ist es vorbei, meine Hämorrhoiden melden sich. Gewonnen. Ein paar Spuckbälle und 70 Cent. Und wir haben fast das nächste Level erreicht. Vanguard Magazin, okay. So. Hi. Kann ich von behilflich sein? Ja, kannst du. Los, und zwar wir wollen Chitapa tauchen. Crime is out of control in our town. Kun and friends are this city's only hope. All right, now you need to go out into the town and do superhero stuff. You know, help people and fight crime and dumb shit like that. Well, how's the character sheet coming? I already let you dual class, there's nothing left to talk about. Do not give me those sad puppy eyes. You are not going to have three classes. I've been given $20,000 to take care of you. What? But I only need a few hundred for that. So you know what I'm gonna do with all the rest? Go to Paris to get a pedal enhancement and fuck French chicks? Super Craig.